Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Heute bin ich in Borken im Münsterland, nicht weit von mir. Und neben mir sitzt Erich von Däniken. Der hält heute hier hoppla, seinen Vortrag. Und zwar Unmögliche Wahrheiten. So hieß auch dein vorletztes Buch, glaube ich. Richtig, dann, genau darum geht's. Ich habe es ja hier liegen, du hast es gerade weggelegt. So, dieses hier. Das habe ich auf meinem Blog auch mal vorgestellt. Ja, ich habe deinen Vortrag letzte Woche schon gehört in Düsseldorf. Und es geht ja darum, um den Widerspruch der Religionen. Du hattest über Fatima gesprochen, die Marienerscheinung. Worum genau geht es da in deinem Vortrag? Und nachher kommen wir auch nochmal auf dein neues Buch zu sprechen. Tatsache ist, dass wir Menschen seit Jahrzehntausenden von irgendwem in die Irre geleitet werden. Immer sagt man uns Menschen, das ist so und das müsst ihr glauben. Dann kommt der Nächste, sagt, nein, das ist so, das müsst ihr glauben. Dann kommt der Übernächste, nein, so ist es so. Und alle berufen sich auf irgendwelche Götter, auf irgendwelche Engel etc. Menschen kriegen und streiten aus religiösen Gründen. Und ich gehe mit dem mal auf den Tisch und sage, was ist hier eigentlich los? Wer führt uns irre, weshalb und so weiter. Früher oder später landet man dann bei Außerirdischen, die halt unterschiedliche Ansichten hatten, unterschiedliche Meinungen und Äußerungen machten, etc. Aber all das geht weiter bis in die Gegenwart. Das geht ja so weiter bei uns. Und da greife ich im Vortrag auch den Fall von Fatima auf. Genau, das war 1917 in Portugal. Ja. Fatima ist ein kleines Kaff, natürlich katholisch, und dort haben drei Kinder irgendwelche Schafe und Ziegen gehütet, und dann hatten sie eine Erscheinung von einer weißen Dame. Und da die Kinder katholisch waren, waren sie überzeugt, das muss die Mutter Gottes sein. Die Dame hat den Kindern eine Botschaft gegeben, und das älteste Mädchen, die Lucia, hat die Botschaft in ihr Schülerheft geschrieben. Mit dem Befehl der weißen Dame, der Heilige Vater solle diese Botschaft 1960, also 43 Jahre später, der Menschheit offenbaren. Jetzt muss man noch sagen, damals, 1917, ereignete sich ein Sonnenwunder. 80.000 Menschen sahen, wie eine Scheibe vom Himmel herniederkam, Farbkaskaden ausspuckte. Dieses Sonnenwunder ist heute in der Kathedrale von Fatima in der Glasmalerei zu bestaunen. Das Jahr 1960 kommt, der Heilige Vater öffnet diese Botschaft und später sagt er den wartenden Journalisten, ich kann die Botschaft nicht veröffentlichen. Es würde eine Panik ausbrechen. Jetzt damals, 1960, war immer noch kalter Krieg zwischen dem Westen und dem Osten. Es ging um Raketen, um SS-20, um Pershing. Also nachdem der Papst sagte, ich kann es nicht veröffentlichen, es bricht eine Panik aus, meinten die Journalisten, vielleicht hat die Botschaft was mit dem nächsten Weltkrieg zu tun. Also gingen sie zum Bischof von Leira. Leira ist die nächstgrößere Stadt in Portugal zu Fatima. Und der Bischof von Leira kannte die Botschaft auch und der sagte, es hat nichts zu tun mit Weltkrieg, nichts mit SS-20, nichts mit Pershing. Die Botschaft betrifft unseren Glauben. Es gibt für die Kirche schwerwiegende Gründe, die Botschaft nicht zu veröffentlichen. Jetzt bin ich selbst katholisch erzogen. Ich weiß, für die Katholiken ist es ein Glaubensdogma, also ein Glaubenssatz. Die Mutter Maria ist mit ihrem Körper in den Himmel aufgefahren. Sie ist sozusagen die höchste Repräsentantin da oben. Die gibt ihrem Repräsentanten auf der Erde Befehl, eine Botschaft 1960 zu veröffentlichen. Und er sagt, ich kann nicht. Es würde eine Panik ausbrechen. Und der Bischof sagt, es hat nichts mit der Vernichtung der Erde zu tun. Ja, womit denn? Wenn die Mutter Maria befiehlt, er soll die Botschaft veröffentlichen und er tut nicht. Ich vermute ganz konkret, Außerirdische haben damals der Menschheit eine Botschaft gegeben. Natürlich muss ich jetzt improvisieren, was könnte da drin stehen. Ich könnte mir denken, vielleicht seid gegrüßt, ihr seid nicht allein, wir beobachten euch, wir kommen von Zeit zu Zeit daher etc. Jetzt aber, von 1917, seit der Erscheinung, wo die Kinder hatten, bis 1960, ist Fatima zu einem fantastischen Wallfahrtsort geworden. Jährlich pilgern Millionen von Menschen nach Fatima. Jetzt liest der Heilige Vater, es war gar nicht die Mutter Gottes. Logischerweise kann er die Botschaft nicht veröffentlichen. Dann wären ja die Millionen von Gläubigen irregeleitet worden. Und so bekommt die ganze Geschichte um Fatima einen völlig neuen Ansicht. Es ist ja auch so, wir haben natürlich nicht nur in Fatima, wir haben ja viele Marienerscheinungen in aller Welt und so. Wenn das quasi Manifestationen von Außerirdischen sind und die wenden sich an Menschen oder so, da gibt es ja auch, das hattest du auch in deinem Vortrag erwähnt, immer wieder quasi
Auslöser, um daraus eine Religion zu machen. Ich denke an den Engel von den Mormonen, der da erschienen ist. Und schon haben wir eine Erscheinung eines himmlischen Wesens. Und dann werden gleich die Mormonen gegründet. Es gibt auch zum Beispiel im Koran die Story, dass Mohammed eine Himmelfahrt hatte nach Jerusalem. Alle so Geschichten passieren. Und jeder sagt dann natürlich, ich bin der echte, wahre Religionsstifter, alle anderen liegen falsch. Und das ist ganz genau das Problem. Die Religionsgründer, die meisten, also der Joseph Smith, der Mormonenreligion, ist überzeugt, ein Engel ist ihm erschienen. Der junge Mohammed, der den Islam gründete, ist überzeugt, ein Engel ist ihm erschienen, der Erzengel Gabriel. In der Christenheit ist man überzeugt, Jesus ist erschienen, die Mutter Gottes, etc. Immer wieder geht es mit Erscheinungen zusammen. Und jeder dieser Religionsgründer kann eigentlich nichts dafür. Er pocht darauf, nur meine Religion ist die einzig richtige. So müsst ihr es sehen, alles andere ist falsch. Jetzt frage ich mich, die sogenannten verschiedenen Gestalten, die da auftauchen, sind das Holographien, sind es reale Gestalten? Wieso erzählt jeder etwas anderes? Die müssen doch wissen, dass die Menschheit in ihrer Rechthaberei damit Kriege anfängt. Sie wollen Recht behalten. Kriege aber bedeuten gleichzeitig Entwicklung von Technologie. Vielleicht war das der Hintergedanke, warum man uns seit Jahrtausenden immer irgendwie aufeinander gehetzt hat. Und jetzt langsam soll sich das alles besänftigen. Jetzt haben wir vermutlich genug Technologie, jetzt sollen wir in eine neue Bahn gelenkt werden. Das ist so mein vager Verdacht, den ich habe. Es ist aber auch so, das wissen wir natürlich als Präastronautiker und du sowieso hervorragend, wir haben ja in den alten Mythologien ebenfalls auch solche Erscheinungen. Henoch natürlich, du hast in einem Buch mal als Überschrift für ein Kapitel genannt, mein Freund Henoch, der ist ja immer wieder faszinierend mit seinen Himmelfahrten. Abraham, der in den Himmel aufgestiegen ist, die Kritiker sagen alles Fantasie, aber ne, die Story kennen wir. Ich blende euch mal eben hier ein Video ein, ich habe dazu meins gemacht mit der Raumstation. In deinem Vortrag zeigst du auch diese rotierende Raumstation. Ja, die Beschreibungen passen ja in der Abraham-Apokalypse. Das sind keine Visionen, das waren tatsächlich Realitäten. Davon gehe ich auch. Denn es geht um Technologie. Der Henoch, der siebte Patriarch vor der Flut, ist hochgenommen worden, nicht in den Himmel, sondern schlicht und einfach in ein Mutterraumschiff. Denn er wird ja schließlich unterwiesen. Er erhält wissenschaftliche Informationen über den Mond, über den Kalender etc. So, das sind keine Visionen. Der Abraham wird hochgenommen, nicht in den Himmel. Auch er sagt, der hohe Ort, worauf wir standen, mal stand er aufrecht, dann aber drehte er sich abwärts. Er befindet sich in einer Weltraumstation, die sich dauernd um die eigene Achse dreht, denn durch diese Eigenrotation entsteht im Innern Zentrifugalkraft. Das ist zwingend. Man hat also Boden unter den Füßen, man schwebt nicht schwerelos herum. All das sind keine Visionen und keine Träume, denn das fand in der Steinzeit statt. Ein Steinzeitmensch konnte nicht wissen, dass sich eine Weltraumstation um die eigene Achse dreht. So, wir haben es mit Realitäten zu tun. Wo du gerade sagtest, Träume und Visionen, im äthiopischen Buch Henoch, glaube ich, oder slawisch, ich weiß es nicht auswendig, steht zum Beispiel auch die Geschichte, da schreibt Henoch, dass er auf seinem Bett liegt und dann erscheinen ihm Engel oder Wächter, himmlische. Und dann steht in dem äthiopischen Buch Henoch, als ich erwachte, standen sie immer noch an meinem Bett. Oder so ähnlich, jetzt sinngemäß. Das ist doch klar, dass er nicht geträumt hat, weil er schreibt ja definitiv, er wurde wach und die waren immer noch da. Ja, wobei ich es also nicht. Ich weiß nicht, was er mit Bett meint. Ja, er hatte schlafen gelegt. Ich kenne den Original Henoch, der seinerzeit vor etwa rund 170 Jahren übersetzt worden ist aus dem Äthiopischen. Und dann kenne ich ein paar Henoch-Bruchstücke im Slawischen und im Russischen etc. Das ist Original. Hier in Deutschland hat man mir schon Henoch-Bücher untergelegt. Das ist ein einziger Schrott. Das sind religiös gefärbte Sachen. Die entscheidenden Stellen sind überhaupt nicht drin. Also man muss schon ins Original gehen. Und im Original, da schläft er nicht. Da erlebt er tatsächlich eine sogenannte Himmelfahrt. Er sagt, sie trugen mich hinauf mit vielen Winden. Er beschreibt den Lärm, er beschreibt die Feuerflammen und all die Geschichten. So. Nee, da hatten wir es falsch verstanden. Also er beschreibt bei einer Begegnung mit diesen Engeln, dass er erst geschlafen hat und sie ihn quasi weckten. Und okay. Dann war er halt wach. Da sagen natürlich die Kritiker, alles Spinnerei, alles Blödsinn. Ja, aber die Kritiker, haben sich nie reingelegen. Schau, ich habe im gewissen Zeitverständnis für die Kritiker.
Die Kritiker, die sagen ja, wir missverstehen das alles. Da haben unsere Vorfahren in der Steinzeit die Naturgewalten verehrt. Und das ist verständlich. Unsere Vorfahren begriffen nicht, wieso der Mond plötzlich am Himmel ist und dann ist er wieder weg. Sie hatten Angst vor dem Blitz oder vor dem Donner. Sie begriffen das Erdbeben nicht. So, sie hatten Angst vor der Natur und sie verehrten die Natur. Und so entstanden tatsächlich Naturreligionen. Das ist aber nur die eine Hälfte der Geschichte. Immer dann, wenn Information geflossen ist, wenn die angebliche Natur wissenschaftliche Informationen gibt, also zum Beispiel sagt, euer Planet dreht sich um die Sonne in 365 Tagen etc., dann geht es um Information, dann kann sie die Naturgewalt wegschmeißen. Und diesen Unterschied machen die Kritiker nicht, die die Texte nicht kennen und alles in einen Topf schmeißen. Ja, also besonders in einem Apokryph, da steht doch zum Beispiel, ich glaube, das ist auch bei dem Henoch, da steht auch dieser Text um die Sonne, da wird beschrieben, dass die Sonne sich dreht, dass sie rotiert, das kann man ja von der Erde gar nicht sehen, woher sollen die das wissen? Ein Baum hat denen das nicht gesagt oder so. Eben. Oder irgendeine Naturreligion. Das sind die Kleinigkeiten, aber gehen wir mal auf das Buch zurück hier. Ja, was ich jahrzehntelang verschwiegen habe, das ist dein aktuelles, das kam vor kurzem, ich halte es hier mal rein, auch erschienen im Kopfverlag, spektakuläre Augenzeugeberichte und die Enthüllung von Insider-Informationen. Das ist so. Ich meine, du bist jetzt laut deinem Ausweis 80 Jahre, ne? Ja, ein bisschen mehr schon inzwischen. Ja. Und kein bisschen weise. Kein bisschen weise, aber wie du immer sagst, die Götter lieben dich. Die Götter lieben mich, ja. Was hast du denn jahrzehntelang verschwiegen? Schau, ich hatte Gelegenheit, immer wieder mit hochintelligenten und liebenswerten Menschen, auch Wissenschaftler, zusammenzukommen. So wie mit mir. So mit dir zum Beispiel, ja, Lars, die mich dann gebeten haben damals, ich soll dieses oder jenes nicht veröffentlichen. Und aus Respekt vor der Person hat man es immer getan. Beispiel, der letzte Chef der Altertumsverwaltung in Ägypten, den kennen wir alle, Professor Dr. Sai Hawass. Und der hatte selbstverständlich seinen Vorgänger. Da gibt es in der Vergangenheit immer wieder Menschen, oft auch Wissenschaftler, die ich kennenlernen durfte und die mir irgendetwas zeigten und mich gebeten haben, bitte nicht an die Öffentlichkeit. Und ich habe mich immer daran gehalten. Nehmen wir an, ich hätte jetzt etwas ausgeplappert über das alte Ägypten, wo mich Professor Dr. Holly Khali, das ist der Vorgänger von Sayhawa, in unterirdische Gruften geführt hätte. Nehmen wir an, ich hätte darüber geplappert. Ein Kritiker wäre aufmerksam geworden, wäre zum Professor Holligolli gegangen, der hätte sich verteidigen müssen, der hätte sagen müssen, ja, der Herr von Däniken hat mich falsch verstanden oder falsch zitiert. Ich wäre als Lügner dagestanden. Und die ganze menschliche Beziehung, die persönliche Beziehung wäre futsch gewesen. Ganz genau. Also hat man sich immer an diese Spielregeln gehalten. Und heute in dem Buch da, was ich jahrzehntelang verschwieg, da bringe ich ein paar der derartigen alten Geschichten mit der Erlaubnis der Betreffenden. Soweit sie noch leben oder dann sind sie gestorben. Und da geht es auch um einige spektakuläre UFO-Fälle. Ich habe damals vor vielen Jahren immer wieder Gelegenheit gehabt, mit Menschen reden zu dürfen, die wirklich etwas Unglaubliches erlebt haben und die nicht wollten, dass es an die Öffentlichkeit ging. Und ich kannte sie, wir haben Interviews gemacht und ich habe immer ein kleines Tonband bei mir gehabt. Und jetzt habe ich diese Geschichten ausgewertet und ein paar solche Beispiele in dem Buch wiedergegeben. Ja, vor allem früher. Also wenn man dich in den Medien sieht, in der Presse, steht da immer Erich von Däniken, Ufologe, UFO-Forscher. Und ich sag immer, wenn ich mal irgendwie was im Internet kommentiere, er ist kein UFO-Forscher, er war nie ein UFO-Forscher, du bist ja Präastronautiker. Richtig, das ist was ganz anderes. Schau. Aber das UFO-Thema hast du in letzter Zeit doch ein bisschen aufgerufen, auch richtig. In deinem Vortrag, den du nachher noch halten wirst. Zum Beispiel die Sichtung von Mexiko, war das mit den Piloten, wo du das Video zeigst? Puerto Rico, ja. Ja, schau, UFO ist ein Gegenwartsproblem. Und mehr oder weniger habe ich mich in den ganzen vergangenen Jahrzehnten ferngehalten. Es gibt Ausnahmen, ich habe auch schon UFO-Fälle in meinen Büchern berichtet. Aber mein Spezialgebiet ist tatsächlich die Vergangenheit. Außerirdische vor Jahrtausenden. Ich bin vertraut mit den Mythologien, ich kenne die alten Texte, ich kenne meinen Herodot, Diodor, Platon, Strabon, Plutarch, ich kenne die Leute alle, weiß, was sie geschrieben haben. Das sind alles Menschen vor Jahrtausenden, nicht heute. Und da habe ich nach den Spuren von Außerirdischen gesucht. UFO ist ein Gegenwartsproblem. Ich habe das immer nur mit der linken Hand ganz, ganz nebenbei behandelt. War auch nie ein Anhänger von der UFO-Geschichte, weil ich aus Erfahrung weiß, wie viel Unsinn da erzählt wird. Noch gutgläubige Menschen sehen etwas und wissen nicht, was es ist. Jetzt habe ich meine Meinung geändert in dem neuen Buch, weil inzwischen immer mehr, pensionierte, hohe Politiker oder auch Wissenschaftler an die Öffentlichkeit treten und zugeben, dass sie damals nicht die Wahrheit gesagt haben. So, die Situation hat sich geändert. Und das ist auch Thema des neuen Buches.
Genau, da war, dann auch die Phoenix Lights, wo nachher gesagt wurde, ja, ich habe, also der Politiker, das war der... Der Fife Symington, der war Gouverneur von Arizona von 1991 bis 1998. Und der hat erleben müssen, wie über dem Stadtpark von Phoenix, also der Hauptstadt von Arizona, sich eine Kette von Lichtern zu einem riesigen Pfeil formt, langsam über Zehntausende von Leuten schwebt und dann plötzlich unglaubliche Geschwindigkeit aufnimmt und abhaut. Und der Gouverneur hat am anderen Tag in einer Pressekonferenz gesagt, es habe sich nur um sogenannte Flakers gehandelt. Das sind so Lichter, die die Luftwaffe abwerfen kann. Später, das Publikum hat aufbegehrt, weil 10.000 Leute es gesehen haben. Später musste er vor einem Hearing, also eine Öffentlichkeits-Senatsanhörung, und sagt mit gesenktem Haupt, ich habe nicht die Wahrheit gesagt, es war tatsächlich etwas anderes. Oder der jetzt pensionierte Verteidigungsminister von Kanada, der steht heute auch vor der Kamera und sagt, sie hätten auf dem kanadischen Gebiet immer wieder Fälle von UFOs gehabt. Sie hätten auch Kampfjets hochgeschickt. Es sei sogar darauf geschossen worden. Aber die UFOs hätten raffinierte Manöver gemacht. Sie seien nie getroffen worden. Sie seien definitiv intelligent gesteuert. Und da hat ein Journalist eingeworfen, aber warum haben Sie das nicht früher schon gesagt? Da sagt er, ja, damals war ich Verteidigungsminister. Ja, das ist, glaube ich, der Hunt oder so. Ja, irgend sowas. Ich weiß nicht, ja. Genau. So, die Geschichten ändern sich. Da sagen die Skeptiker, ja, der ist jetzt Pensionär, der ist alt, der will mal wieder in den Medien, der labert nur Unsinn. Ja, aber keiner, der eine verantwortungsbewusste Position hat, sei es ein hoher Militär oder Politiker, labert in diesem Bereich Unsinn, um an die Medien zu kommen. Genau. Die können dann in die Medien kommen mit ganz anderen politischen Enthüllungen von ihrer Zeit. Und nicht ganz, mit ganz genau, da machen sie sich ja eher lächerlich. Ja. Ne? Ja, ich glaube, da hinten wird dein Typ verlangt, langsam. Ja, das macht nichts, da gehen wir langsam hin. Ja, dann sage ich mal, danke fürs Interview, weil du musst ja jetzt erstmal Action. Und weißt du, lieber Lars, wir kennen uns jetzt schon viele Jahre. Ja. Und Vorträge von mir sind immer ein besonderes Erlebnis. Das stimmt. Weil dahinter ist Engagement, dahinter ist auch Erfahrung und eine ziemliche Portion Frechheit. Und es ist ein Vergnügen eigentlich, Erich von Däniken zuzuhören. Das stimmt, auf jeden Fall. Und es ist viel Arbeit. Du fährst ja nicht einfach nur spazieren, um dann irgendwo mal einen Vortrag zu halten. Wir sehen ja da auch Ramon und Sabine, die fleißig mitarbeiten. Also ich kann euch die Bücher sehr ans Herz legen. Dies hier, ich werde unten in den Fußnoten Links reinsetzen, wo ihr die direkt anfordern könnt, bestellen könnt. Und natürlich die unmöglichen Wahrheiten. Über okay. Die du gleich aussprechen wirst. So. Bis zum nächsten Mal, lieber Lars. Alles klar. Dankeschön. Adieu. Adios.